Hier, das wäre die kleinste Einzimmerwohnung von Bern. Weil, wenn es alles kalt ist, hier hast du den Föhn, also hast du warm. Du kannst nicht liegen, aber du kannst hocken. Und wenn es alles kalt ist draußen, kannst du genau so überleben, wenn du nichts hast. Und es ist schon passiert, dass wir das dritte hier drin war, dass man so gestanden hat in der Mitte lassen, wenn es ganz kalt ist. Ja? Dann tun wir die Wohnung mal zu. Der Roger Meier, vor 36 Jahren ist er auf Bern gekommen. Über 20 Jahre hat er auf der Straße gelebt. Das erste Mal überhaupt hat er jetzt eine Festanstellung mit diesen Führungen, wo er einen kleinen Einblick gibt ins Bern der Obdachlosen und in sein Leben. Das Gefühl, nie einen nennen zu hören, ein fremder Feld zu sein, das kenne ich von der ersten Minute her von meinem Leben. Ich bin ein bisschen zu früh auf die Welt gekommen, im Spital in Fleurien, in Neuenburg. Man hat mich noch fertig ausbrüten. Und die Mami und der Papi sind abgehauen und man hat sie nicht mehr gesehen. Er ist dann zu Pflegeeltern ins Aargau gekommen. Dort war er vor allem eine billige Arbeitskraft und hatte Probleme mit dem alkoholkranken Vater, bis er als Teenager ausgehängt hat. Er ist abgehauen. Seitdem lebt er auf der Straße mit kleinen Unterbrüchen. Wenn du eine Spirale am Laufen hast, die hat eigentlich praktisch nicht mehr Halt. Du kannst noch den Fuß raus haben und versuchen zu bremsen. Das geht nicht. Dann brauchen wir eben so Organisationen, die ich jetzt zeige. Zum Beispiel der Aufenthaltsraum bei der Postgasse, betreut von der Heilsarmee. Bei den offiziellen Führungen kann man bei diesen Organisationen nicht hineinschauen. Es sei ja wie die Stube der Obdachlosen, wo man schliesslich nicht einfach hineinplatzen kann. Wir haben an einem anderen Tag in den Aufenthaltsraum mit dürfen, wo der Roger Meier ganz privat dort war. Obdachlose, randständige Strassenmusiker, Einsame. Sie alle treffen sich da zum Morgenessen, ausruhen, Kaffee trinken. Alles gratis, geliefert vom Restaurant und vom Projekt Schweizer Tafel. Das ist etwas wie eine Familie. Weil, die meisten von den Frauen, die hier arbeiten, haben mich seit Jahren begleitet. Sie haben immer die Zeit für einen. Ja, es ist eigentlich ja, wie eine Mami, die man nie hatte. Auf dem Stadtrundgang ist dann die nächste Station das Emmaus-Mäntigslädeli. Und hier oben, im ersten Stock, haben wir das älteste Brockhaus in der Altstadt von Bern. Eine Gelegenheit für Obdachlose, um sich einkleiden, für fast kein Geld, erzählt der Roger Meier. Und eins müssen wir natürlich sagen hier in Bern. Mit unserer Polizei hier haben wir es eigentlich recht gut. Sie konnte uns also nicht schikanieren, in einer Nacht fünfmal kontrollieren, wie sie in anderen Städten machen. Wir haben hier Bänkchen, wo man drauf schlafen kann. In Basel zum Beispiel sind Bänkchen so, dass man nicht drauf schlafen kann. Sie haben Stufen drin oder man fällt oben runter. Als nächstes stellt Roger Meier Pinto vor, die mobile Interventionsgruppe der Stadt Bern. Ihre Aufgabe? Schlichten und vermitteln zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zwischen Anwohnern und Obdachlosen. Wir haben 5.500 Interventionen, nur viermal die Polizei, das stimmt. Wir probieren wirklich im Gespräch, können den Leuten ermöglichen, dass sie draußen leben können, ohne dass sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Beim Punkt 4 ist das offene Haus Prärie. Für einen Fünfliber kann man hier zu Mittag essen. Weiter geht die Tour zum Punkt 5, wo Roger Meier von der kirchlichen Gassenarbeit erzählt. Dank ihnen lebt er das erste Mal nicht mehr auf der Straße, hat seit dem November ein eigenes Zimmer. Weder in mir sind die Kaution, noch ein Mietzins-Depot. Ich hatte eigentlich innerhalb von 20 Minuten eine Wohnung und bin eingezogen mit einer violetten Wolldecke und einem Kopfkissen. Die Winterhilfe hat uns dann noch eingerichtet und zahlen kann es jetzt dank dem Lohn von diesen Führungen. Jetzt stehe ich hier bei euch vordran als Stadtführer für soziale Stadtrundgänge. Also eins muss ich sagen, für mich war die Strasse niemals sendig. Ich habe keine Angst ab der Strasse, weil das ist der einzige Ort, wo mir nichts passieren kann. Das ist der einzige Ort, wo ich mich richtig auskenne. Es ist ein Stück von meiner DNA. Und ein kleines Stück von dieser DNA durften die Besucher vom Stadtrundgang kennenlernen.